Paulina, hättest du gedacht, dass wir irgendwann nach 1,5 Jahren mal zusammen vor dem Altar stehen und uns das Ja-Wort geben und damit in den Bund der Ehe eingehen? Als wir uns das erste Mal gesehen haben, im Garten von meinen Eltern und von deiner Tante in Gutmadingen und mein Papa so mutig war und gesagt hat, ich soll doch einfach mit dir mal ein Eis essen gehen, habe ich noch nicht geglaubt, dass diese unfassbare Geschichte da draus wird. Die Ringe sind vorbereitet und die Suite auch. Das heißt, wir können starten. Wir sehen uns in 1,5 Stunden vor dem Altar. Ich warte auf dich. Manu, hallo. Ich bin ein bisschen nervös, aber in positiven Sinnen. Und du musst keine Sorgen machen. Ich komme gleich und ich liebe dich. Tut mir einen Gefallen. Verweilt nicht zu sehr in der Vergangenheit. Plant nicht zu viel über die Zukunft. Sondern denkt an das, was ihr heute hier getan habt. Wie bedeutsam das ist, was ihr heute hier macht. Und macht bitte genauso weiter. So wie ihr strahlt, bitte nicht aufhören. Ein kleines bisschen gläserne Augen gehören auch dazu. Mein Liebster, heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Morgen werden wir eine echte Familie sein. Ich möchte dir sagen, dass es ein Wunder ist, dass ich dich gefunden habe. Ich liebe alles an dir. Ich liebe dein Lächeln, deine Stimme, deine Witze, deine Augen. Heute stehen wir vor einer Tür zu einer großen, wunderbaren Welt. Und ich möchte diese zusammen mit dir öffnen. Ich liebe dich. Heute sind es etwas mehr als 3 Jahre, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Seit diesem Tag ist für mich klar, dass du für mich der eine Stern am Himmel bist, der am hellsten leuchtet, der mich immer begleitet, mir Wärme, Liebe und Geborgenheit gibt. Ich will dir immer Schutz geben, Geborgenheit, Freude und vor allem sehr, sehr, sehr viel Liebe schenken. Und mit dir gemeinsam den Weg erhellen, den wir zusammen gehen. Ich liebe dich. Lieber Manuel, ist das dein fester Wille und freier Entschluss, die anwesende Paulina zu deiner Ehefrau zu nehmen? Dann antworte bitte mit Ja. Ja. Da. Иди, Полина. Я тебя спрашиваю, это твоя воля и твоя свободная решимость, что ты хочешь здесь, перед нами всеми, и даже перед Богом. Взять этого молодого человека как мужа, то скажи, пожалуйста, да. Да, я.